YouTube hat neue Regeln für die Werbeauslieferung während, vor und nach den Videos. Und diese neuen Regeln sorgen für ein bisschen Wut bei den YouTubern und Influencern, die das hauptberuflich machen, also davon auch leben, dass man mit Spielevideos zum Beispiel Geld verdienen kann. Was das genau mit den neuen Regeln auf sich hat, warum es diese Regeln gibt und was da die Probleme sind, kann mir hoffentlich Peter Smits von PeteSmiet erklären. Hallo Pete. Hallihallo Fritz. Wir legen mal erstmal ganz grob damit los. Es gibt neue Regeln. Vielleicht kannst du mal erklären, was das jetzt eigentlich für neue Regeln sind. Grundsätzlich hat YouTube halt den Algorithmus überarbeitet, den die schon seit langem benutzen. Also jeden Tag in der Minute werden, glaube ich, 300 bis 400 Stunden Videomaterial auf YouTube hochgeladen. Und YouTube hat noch nie gesagt, okay, das können wir jetzt per Menschenhand prüfen. Deswegen hat das immer schon ein Algorithmus gemacht, ob da denn gegen Richtlinien verstoßen wird, ob das irgendwie Hate Speech ist und so weiter und so fort. Und diesen Algorithmus hat man immer angewandt, um zu checken, ob die Videos auf die Plattform dürfen oder nicht. Und mittlerweile wird er halt auch benutzt, um Videos zu überprüfen, ob sie denn werbekundenfreundlich sind oder nicht. Und viele YouTuber sind halt der Meinung, dass dieser Algorithmus deutlich zu weit geht. Was sind denn da die neuen Regeln? Weil es geht ja darum, dass Werbekunden sagen, bestimmte Inhalte sind für sie nicht attraktiv. Da ja. Wollen sie nicht, dass ihre Werbung da läuft in dem Zusammenhang. Genau. Was genau wollen sie denn da nicht? Also wie sehen diese Regeln genau aus? Also der Stein wurde angestoßen im Februar schon dieses Jahr von einem Artikel von The Times. Darin wurde halt aufgedeckt mit mehreren Beispielen, die belegt waren, dass Werbung von großen Unternehmen vor Videos liefen, die nationalsozialistische Inhalte verbreitet haben oder Extremismus, Terrorismus und so weiter. Wodurch dann, also dieser Artikel ist groß geworden, wodurch dann viele große Firmen gesagt haben, hey, what? Nee, dafür bezahlen wir euch sicherlich nicht, dass sowas passiert. Wir nehmen jetzt all unsere Kampagnen zurück. Wir werden kein Geld mehr in euch investieren, solange ihr dieses Problem nicht gelöst habt. Und YouTube musste dann reagieren, hat wie gesagt den Algorithmus geändert und dann, wie genau der jetzt funktioniert, weiß man nicht so hundertprozentig, aber der schlägt halt lieber einmal zu viel als zu wenig zu, einfach weil man unbedingt diese Schlagzeile nicht wiederholen will und Werbekunden nicht verärgern will. YouTube sagt nicht wirklich, was denn jetzt Werbekunden unfreundlich ist und was nicht, sondern überlässt das im Zweifel den Werbekunden. Aber es hat sich so ein bisschen herausgestellt, dass vor allen Dingen so, wenn in einem Titel irgendwas Anzügliches oder irgendwas mit Gewalt zu tun hat oder so, irgendwas damit zusammenhängt, dann schon mal schnell das Video direkt als nicht werbekundenfreundlich gefleckt wird. Aber es kann auch passieren, dass ganze Videos einfach gesperrt werden. Also Gronkh hatte das Problem, der hat einen Edna bricht aus Let's Play gemacht. Das ist ja ein Spiel ab 12 und da werden irgendwie 8 Folgen davon sind einfach gesperrt worden. Nicht entmonetarisiert, sondern komplett nicht abrufbar. Also da ist noch so, ne, alles noch nicht so ganz durchsichtig. Ja, es gibt da unterschiedliche Eskalationsstufen. Stufe Nummer 1 ist, dass es dass dann so eine Warnung, also man trägt sein Video ein und dann gibt es eine Warnung, dass dieses Video vielleicht problematisch sein könnte und dann kann man da eine Überprüfung beantragen, ne? Ja, das ist richtig. Das ist der normale Weg. Im Endeffekt, genau, wenn man das Video hochlädt, dann steht da potenziell Werbekunden unfreundlich. Das heißt, es wird keine Werbung angezeigt, aber das Video kann man sich ansehen auf YouTube. Man kann dann eine manuelle Überprüfung anfordern, was YouTube auch jedem rät, weil die sagen auch, okay, unser Algorithmus ist noch nicht perfekt, bitte alle manuelle Überprüfungen anfordern immer, falls ihr denkt, ihr werdet unfair behandelt, damit unser Algorithmus lernen kann. Das Problem ist, das dauert natürlich im Zweifel, ja, und wenn wir ein Video für heute hochladen, das um 14 Uhr online geht, vorher halt schon gesagt wird, okay, das ist potenziell werbekundenunfreundlich und übermorgen dann gesagt wird, nee, ist cool und erst ab übermorgen Werbung angezeigt wird, dann guckt es ja keiner mehr, also dafür ist YouTube viel zu schnelllebig. Die meisten Aufrufe werden innerhalb der ersten 24 Stunden gemacht. Das heißt, eigentlich müsste man jetzt immer Videos so eine Woche vorher hochladen und dann gucken, ob der Algorithmus zuschlägt oder nicht, die gar nicht öffentlich stellen und dann halt reagieren. Manuelle Überprüfung anfordern, warten, bis das durch ist und dann das Video online stellen, wenn man halt wirklich sicherstellen will, dass man auf keine Einnahmen verzichtet. Du hast ja eben gerade ein bisschen gesagt, es ist nicht ganz klar, was da nicht als nicht werbefreundlich genannt wird. YouTube selber hat zumindest aber in seiner Beschreibung ja ein paar Ansätze. Es geht natürlich dann auch um sowas wie Gewaltverherrlichung. Es ist aber auch so, dass das
das System momentan bei Sachen greift, wo man nicht nachvollziehen kann, warum es greift. Ist das so ein bisschen der Stein des Anstoßes aktuell? Oder geht es auch darum, dass Leute sagen, hey, wenn ich hier mein brutales Spiel habe, dann will ich trotzdem, dass davor Werbung läuft? Naja, beides ein bisschen, aber die Willkür ist sicherlich Thema Nummer eins. Aber auch wenn es halt nur um gewalttätige Sachen geht, ja, so ein Liv Floyd, der halt immer über das Weltgeschehen berichtet, ja, natürlich geht es in seinen Videos häufig um sowas wie Anschläge und so. Das ist halt eine Nachrichtensendung. Ja, dass dann YouTube sagt, nee, beziehungsweise die Werbekunden sagen, wollen wir keine Werbung vorlaufen haben, ist halt irgendwie natürlich frustrierend. Aber hinzu kommt dann auch noch so dieser willkürliche Aspekt. Wir haben total viel Glück, bei uns wird kaum etwas beanstandet, während bei anderen Kanälen, die quasi die gleichen Videos machen wie wir, nahezu jedes Video beanstandet wird. Und dann ist halt auch so, was ist da los? Also viele YouTuber gehen da ein bisschen weiter als ich und sagen, YouTube schafft sich ab und alles geht den Bach runter und so weit würde ich nicht gehen. Ich kann ja verstehen, wo YouTube herkommt. Die sagen, hey, immerhin besser, wenn man noch ein bisschen was verdient, als wenn nachher wirklich keiner mehr Geld in unsere Plattform investiert. Aber nichtsdestotrotz geht dieser Algorithmus einfach zu weit. Ja, damit hast du es auch gerade schon gesagt und damit sind wir auch beim springenden Punkt bei dieser ganzen Diskussion, nämlich der Punkt Geld. Darum geht es ja am Ende. YouTube hat Werbepartner. Das sind die einzigen, die für YouTube was bezahlen. Wir als Nein, 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 nein. Da muss Zuschauer ich kurz bezahlen unterbrechen. größtenteils nicht. Ja, YouTube Red gibt es nämlich noch. Das ist ganz wichtig. YouTube Also, Red, das haben aber bestimmt drei Leute. es ist eben nicht wichtig. Das müssen wir uns halt auch mal ganz klar sagen. Wir bezahlen dafür nichts, ihr bezahlt dafür nichts als diejenigen, die die Inhalte erstellen und damit dann auch Geld verdienen. Also muss ich auch fragen, ist es nicht auch ein bisschen naiv gewesen zu glauben, dass eine so monopolistische Plattform wie YouTube da nicht irgendwann reagieren würde und sagen würde, ey, okay, wir sind hier nicht der Wilde Westen. Wir müssen dafür sorgen, dass diese Plattform sich finanzieren kann und Systeme dafür schaffen. Das ist jetzt natürlich noch ganz neu und es gibt viele ja, Probleme, man kann das noch nicht alles so richtig nachvollziehen, aber ist es nicht ein bisschen naiv zu glauben, dass man da immer einfach so weitermachen könnte? Naja, 100% auf jeden Fall. Also im Endeffekt arbeiten wir schon länger an unserer eigenen Webseite genau aus diesem Grund. So, diese Abhängigkeit von einer Plattform ist immer eine riesige Gefahr. Aber es ist auch nicht in YouTubes Sinne, da jetzt irgendwie groß Creatorn vor den Kopf zu stoßen. Im Endeffekt hat die Macht halt nicht mal YouTube, sondern die Macht haben halt wirklich die Werbepartner, also die Firmen, die die Kohle in der Hand haben. Und wenn die halt sagen, ich will nicht, dass meine Werbung vor dem und dem Video läuft, dann ist das deren gutes Recht natürlich und YouTube muss sich dem dann halt einfach anschließen. Ja, und die müssen dann halt versuchen, die Wünsche der Werbekunden umzusetzen. Und sie machen es jetzt halt meiner Meinung nach ein bisschen zu extrem, wahrscheinlich weil sie keine andere Wahl haben, weil es halt anders nicht möglich ist, aber sich halt von Anfang an immer darauf verlassen zu haben, so ja, YouTube, die machen das schon, das ist perfekt, alles wie es läuft und wird immer so weiterlaufen, definitiv, da stimme ich dir zu, das ist naiv. Jetzt geht es ja darum, dass eben diese Werbeeinnahmen aus den Werbungen, die vor, während oder nach dem Video laufen können auf YouTube, auf der Plattform selbst, dass die wegbrechen. Ist denn, und das wird natürlich jetzt von auch vielen YouTubern, auch großen YouTubern und Influencern jetzt als sehr großer finanzieller Einbruch beschrieben und gesagt, ja, dann kann das so nicht weitergehen und dann kann man davon nicht mehr leben. Wie realistisch ist denn diese Einschätzung? Ist denn wirklich diese Werbung, die vor, während oder nach den Videos läuft, noch der große Hebel in diesem Geschäft? Weil eigentlich kommt doch dann auch ein großer Teil eher dadurch rein, dass man zum Beispiel Auftragsarbeiten macht. Gronkh macht ganz viel mit Bethesda, ihr macht ganz viel mit Ubisoft. Ist das nicht eigentlich der viel, viel größere Hebel? Wie sind da die Verhältnisse? Also größere Hebel würde ich nicht sagen. Das Verhältnis ist immer ausgeglichener geworden. Das war allerdings auch schon fast eine notgedrungene Sache, weil sowieso schon die YouTube-Einnahmen in den letzten Jahren extrem gesunken sind, was einfach damit zusammenhängt, dass die Anzahl der Videos sehr viel schneller steigt, vor allen Dingen der Videos, wo halt Werbung vorläuft, im Vergleich zu den Werbeetats. Also die sind zwar auch immer jedes Jahr gestiegen, aber lang nicht schnell genug, um mit der Masse an Inventar mitzuhalten. Das heißt, der Einzelne hat immer weniger bekommen. Das heißt, man hat sich immer umgeschaut, was kann man anders machen. Wir sind da sowieso extrem breit aufgestellt. Viele YouTuber sind da extrem breit aufgestellt. Aber die YouTube-Werbeeinnahmen machen bei uns immer noch einen riesigen, riesigen Batzen aus. Und wenn der jetzt einfach wegfallen würde, wäre auch für uns blöd, sage ich ganz ehrlich. Aber
Da ist es ganz interessant, so wie halt die Szene reagiert. Da wird sich ja jetzt auf umgeschaut, was könnte man für alternative Plattformen nutzen, während in Amerika oder international die Problematik ja schon ein bisschen länger existiert und da hat sich herauskristallisiert, okay, man bleibt bei YouTube, man ändert nur das Finanzierungsmodell. Ja, da sind so Seiten wie Patreon halt total beliebt. Einfach, man bleibt auf YouTube, lässt sich aber von seinen Zuschauern direkt unterstützen, weil die unbedingt die Inhalte sehen wollen, die man produziert, und über Patreon läuft das gut. Wie sind denn eure Pläne, damit umzugehen? Das ist ja, ja bei uns jetzt noch recht neu. Wir reden jetzt von 2-3 Wochen, wie das läuft, das Programm. Ja. Habt ihr da schon ein bisschen konkretere Pläne oder müsst ihr jetzt einfach mal gucken, wie es so ankommt? Du hast ja selber gesagt, so viel wird bei euch noch gar nicht geflaggt. Genau, also wir haben aktuell natürlich die Hoffnung, dass es bei uns einfach funktioniert, aber auch das ist, wenn wir uns dann nur darauf verlassen würden, wäre es wieder sehr naiv. Wie gesagt, wir arbeiten jetzt schon über ein Jahr, vielleicht schon anderthalb an unserer eigenen Webseite, die wir dann sicherlich noch mehr pushen würden. Die ist jetzt schon, trägt sich selber, was sehr gut ist, aber da ist sicherlich noch mehr möglich. Aber ich glaube nicht, dass wir YouTube den Rücken kehren wollen, weil da ist schon so, du verzichtest da auf viel, ja, also die Plattform ist halt riesig, extrem viele potenzielle Zuschauer, die da auf deinen Kanal stoßen könnten, also ja. Ich glaube nicht, dass wir YouTube einfach sagen, okay, auf Wiedersehen, wir gehen jetzt woanders hin, weil wir bei euch auf einmal nicht mehr so viel Kohle verdienen können. Ja. Ich glaube, wir würden bei YouTube bleiben und eher so gucken, dass wir ein paar Sachen auf unserer Webseite machen, da eine Refinanzierung starten, und ich schließe auch nicht Patreon aus, ich halte das immer noch für eine sehr gute Plattform für die Leute, die wollen, wenn YouTube bei uns dann wirklich gar nichts mehr bringen würde. Eigene Plattform würde dann auch bedeuten, die Videos selber zu hosten, womit ja dann auch der ganze Kostenaspekt auf einmal ein ganz anderer wird, ne? Machen wir jetzt aber auch schon, tatsächlich auf unserer Webseite hosten wir unsere Videos selber. Nicht nur die Videos, die auch auf YouTube kommen, wir haben auch exklusive Videos, die nur auf der Webseite laufen. Die werden selber gehostet, das ist sehr, sehr teuer, durchaus. Allerdings verdient man auch durch Werbung auf der Webseite, vor allen Dingen Videowerbung, halt auch so viel mehr als auf YouTube. Also die TKPs, die 1000-Kontaktpreise sind da halt ein ganz anderes Level, das kennt ihr ja bei GameStar genauso, und deswegen funktioniert das trotzdem. Also wie gesagt, obwohl wir da auch Mitarbeiter eingestellt haben, die sich um die Webseite kümmern, das trägt sich. Das ist jetzt eine Option, die ihr als große YouTuber habt. Kleinere haben das nicht. Es gibt sicherlich auch einen ganz Teil von YouTubern und Influencern, die so ein bisschen an der Schwelle sind, die also wirklich viel über diese Werbeeinnahmen reinbekommen haben und davon vielleicht auch gerade so das hauptberuflich nutzen konnten, um ihren Lebensunterhalt zu finanzieren. Für die sind die Auswirkungen wahrscheinlich viel, viel drastischer, weil sie eben wirklich sich entscheiden müssen, okay, kann ich überhaupt weitermachen mit dem, was ich da mache? Oder muss ich jetzt eben aufhören? Was würdest du den Leuten raten, die eben nicht die Möglichkeit haben zu sagen, hey, wir haben hier unsere eigene Plattform und wir können das auch finanziell stemmen? Ja, genau, das ist genau die Situation im Endeffekt. Also die haben schon seit mehreren Jahren wirklich darunter zu leiden gehabt, weil sie potenziell halt nur eine Nische ansprechen und so, dass die TKPs halt sinken auf YouTube und es immer schwieriger wurde. Das ist halt so eine schöne Situation. Vor 5 Jahren, hey, ich habe Zuschauer, die meine Sachen geil finden, ich mache mich selbstständig und jedes Jahr muss man den Gürtel enger schneiden und jetzt ist auf einmal die Null da, so, oder nah an der Null. Was macht man jetzt? Twitch ist seit mehreren Monaten schon, wechseln viele von YouTube auf Twitch, weil auch da quasi die Monetarisierungsmöglichkeiten einfacher sind. Also das war schon immer so, dass Streams mehr Einnahmen geben, weil die Zuschauer, da ist das irgendwie, in den Köpfen der Zuschauer ist das so, ja, beim Stream ist das okay, wenn man dann halt währenddessen Geld gibt, so, und also quasi den Zuschauer, den Streamer unterstützt. Und das bringt halt viel mehr, als wenn man halt einfach Videos macht und von den Werbeeinnahmen lebt. Und das ist gerade auch der Punkt, den viele nutzen, die dann halt auch nicht die großen Kooperationen mit Firmen bekommen, weil das kriegen ja auch nur die Leute, die sowieso schon viele Zuschauer haben. Das heißt, die Leute, die wirklich Nischen ansprechen, eine etwas kleinere Zuschauerschaft haben, die werden jetzt von YouTube irgendwie die Werbung weggenommen und die bekommen keine großen Kooperationen. Dann ist halt Twitch eine gute Möglichkeit, aber wenn man wirklich keinen Bock auf Streaming hat, aber wirklich eine Kernzielgruppe hat, ich kann es nur wiederholen, vielleicht mögen die Zuschauer die Inhalte so gerne, dass die bereit sind, über Seiten wie Patreon zu unterstützen. Also ich mache das auch mit amerikanischen YouTubern. 5 Stück oder so unterstütze ich da, glaube ich. Da kommen teilweise 2 Videos im Monat, weil die so aufwendig sind und die sind total nischig, so Gaming-Analyse und so. Aber das ist halt einfach cool und das würde nicht existieren, wenn alle denen nicht auf Patreon Geld geben würde.
Dann danke ich dir vielmals, Pete, für die ganzen Einschätzungen und für die ganzen Informationen. Und wir werden mal sehen, wie sich das weiterentwickelt. Dieser Algorithmus wird sicherlich in den nächsten Wochen und Monaten angepasst werden. Ja. Und vielleicht sprechen wir da in ein paar Monaten nochmal drüber, wie sich die ganze Situation ja weiterentwickelt hat. Ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema, gerade bei so einer großen Plattform wie YouTube. Vielen Dank, Pete. Ja, danke dir.